Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Ixion. So wie die Figur hier sitzt, so fühle ich mich bei dem Spiel. Jedes Mal verzweifelst du an allen Ecken und Enden. Das mit dem Auftauen der Kryokapseln hat nicht so ganz hingehauen. Unser Vertrauen sinkt und die Bevölkerung möchte ein Zentrum haben, alternatives Leben. Das ist eins der Gebäude, was praktisch den Sektor positiv bestärkt. Also wir sind jetzt im Moment noch dabei. Ich habe übrigens das Gebäude abgebaut, weil wir hier gleich eine Überbevölkerung haben. Deswegen muss ich mal ganz kurz hier das Auftauen einstellen. Und wir brauchen so ein Zentrum des alternativen Lebens. Das wird jetzt sehr spannend. Das heißt, wir brauchen hier mindestens 70. Ach du Güte. Das gibt einen Spaß. Könnte ich nicht die Batterien abbauen? Da müsste ich doch jeweils 40 wiederkriegen, oder? Wo bauen wir dich denn hin, alternatives Leben? Hier so. Da brauchen wir eine Straße. Ist hier eine Straße unten? Ja, geht. Ja, wir können es hier so hinbauen. Dann könnten wir sogar, weil wir sind drei breit, die Häuser, ne? Können wir noch ein Haus dazwischen setzen. Und so könnten wir auch ein Haus dazwischen setzen. Irgendwie ist alles unoptimiert. Warte mal, was kriegen? Ich baue eine der Batterien ab. Ich baue die hier ab. Die bringt uns nämlich entsprechend die Ressourcen, die wir brauchen. Okay, es macht alles keinen Sinn. Ich setze das Ding jetzt hier ran. Und jetzt baue ich dafür die Batterie ab und dann müssten wir eigentlich schon mal einen Großteil der Ressourcen haben. Naja, gut. .478, ja. Gut, wir hätten auch diesen Park hier abbauen können, das wäre auch noch gegangen. Er transferiert hier rüber, ne? Kann das sein? Der macht die rüber. Wir müssen den Trans... Ah, jetzt hat er's. Okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, dass wir wieder Legierung mehr haben. So, habe ich erledigt. Vielen Dank für euer Vertrauen. Administrator, die Besatzung hat das Gefühl, dass ihnen ihre Lebensqualität wichtig ist. Die Tatsache, dass sie neben ihren zahlreichen Verpflichtungen die Zeit hatten, für Unterhaltung zu sorgen, lässt einige von ihnen glauben, sie wären nicht menschlich, sondern vielleicht eine neue Generation von PA. Was ist dieses PA? Keine Ahnung. Oder ein genetisch überlegenes Wesen. Ja, so sehe ich mich. Auf jeden Fall. Das muss es sein. Wir wissen beide, dass das alles Unsinn ist. Natürlich wissen wir das. Ja, natürlich. Klar. Vielen Dank für euer Vertrauen. Party on, people. Das ist also eine Disse hier. Ja klar, die stehen hier schon an. Das ist das Berghain unter den Ixion-Spielen. PA ist die KI von dem Schiff. Aha, okay. So. Hier sind wir auf Kante, das heißt, wir müssen jetzt warten, bis hier drüben das Gebäude fertig ist. Dann können wir noch welche rüber transferieren.
Alternativ könnte man natürlich hier noch ein Gebäude hinsetzen, braucht aber auch 40 Eisen. Von daher. Er gießt hier fleißig. Strom langt auch noch. Ich überlege halt gerade, ob wir vielleicht hier drüben Platz schaffen auf der Seite und Wohnen und Essen hier drüben machen und einfach nur das Essen transferieren, weil wir haben hier mehr als genügend Platz für Nahrung. Und die Arbeitsplätze hätten wir ja auch. Ne, wir haben hier locker 70, fast 80 frei. Wenn wir jetzt noch das Gebäude fertig bauen, könnten wir hier noch fast 10 von den Nahrungsdingern bauen. Dann können wir uns das hier drüben sparen. Ja. Oh, wir haben 114 Forschungspunkte. Wir sollten mal forschen. Warte mal. Damit wir in die nächste Stufe kommen. Was brauchen wir denn als nächstes? Was ist denn ein Siedlungszentrum? Ach, das ist mit dem Kolonisierung. Das brauchen wir eh, das Ding, ne? Machen wir schon mal. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Gebäude drüben fertig gebaut ist. Wie viel haben wir denn hier? Haben wir 5, 7 Stück haben wir hier. Die kriegen wir vielleicht sogar hier neben dran. Da oben kriegen wir auch noch welche hin zur Not. Können wir hier nämlich Platz schaffen da drüben. No more resources available to mine. Okay. Alles abgebaut? Ja, 127, 72, 171. Na, das klingt doch gut. Ja. Oh. Da hat es auch gerade geblinkt. Da hat es geblinkt. Und da mal ein bisschen erforschen, würde ich sagen. Immortan heißt hier die Sonne anscheinend. Sehr schön. Nach Perenti geht's. Soundtrack ist auch pro Sektor, hat irgendjemand geschrieben, ist immer anders. Ziemlich cool. A science ship has arrived at its destination. Mehrere Sensoren haben widersprüchliche Messwerte in Bezug auf die Coriolis-Effekt auf. Oh Gott, was Worte, ey. Mehrere Sensoren haben widersprüchliche Messwerte in Bezug auf den Coriolis-Effekt auf Perenti 85 aufgezeichnet. Wir verfügen jedoch nicht über die notwendige Ausrüstung für Missionen auf Gasplaneten. Wir brauchen ein Tieftauchgerät. Ein Tieftauchgerät. Alles klar. Tieftauch. Wo ist Tieftauch? Haben wir sowas schon? Pause. Was ist ein Tieftauchgerät? Kenne ich das schon?
10% schneller. Exoskelette, Notfall. Tieftauchgerät. Ermöglicht die Erkundung von Gasplaneten. Während wir die Artenvielfalt der Erde zerstörten, gelang es uns, die tiefsten Abgründe unserer Planeten zu erforschen. Die Technologien für den Zugang zu diesen Tiefen sollten mit der Zeit auch die Erforschung von Gasplaneten ermöglichen. Aha. Go, go, go. Oh. Unsere Lager sind ganz schön voll. Wie weit ist er denn hier? Ja, perfekt. Wir können transferieren. Wie viel haben wir denn hier? Haben wir genügend? Ja, mehr als genügend. Ein Siedlungszentrum. Dann könnten wir jetzt, wie groß ist das Ding? Ah, passt nicht dazwischen. Hier wird es hinpassen, wenn wir das Ding abreißen. Alternativ könnten wir, doch, wir könnten, ja genau, wir brauchen ja nur die Straße, ne? Die sind, glaube ich, nach hier angebunden, oder? In welche Richtung gehen die, ist hier die Ausrichtung? Erkenne ich das irgendwie? Wo ist hier der Anschluss? Wie sehe ich das? Hm. Ist da irgendwie ein Vorne und Hinten? Warte mal, hier oben müsste man sehen. Das wollte ich nicht. Ja, da wo der Kasten ist, ist vorne. Ja, perfekt. Okay, das heißt, die Straße brauchen wir nicht, nur für diese hier. Das heißt, wir können die Farmen wie geplant rüber versetzen, machen hier die Nahrung komplett in dem Sektor. So mock wie das. Hier sind wir auf Anschlag. Das heißt, ich baue jetzt hier die ab. Und baue die drüben wieder auf. Okay, dann muss ich aber kurz, bevor ich das mache, den Transfer einstellen. Ich brauche drüben an Legierungen 60. Und hier brauche ich erstmal 10. Dann kann er nämlich schon mal rüber transferieren. So, warte mal, wir haben hier, wie viel brauchen wir in dem Sektor Nahrung? 28 pro Zyklus. Das heißt, wir müssen das auf 30 begrenzen. Nahrung. Habe ich auf 50 gestellt. Boah, gut, geht auch. Wir müssen halt darauf achten, dass hier die Nahrung nicht so stark absackt. Langt das schon für dieses komische Gebilde? Ah. Das heißt, noch einer müsste weg. Gut, wir müssen eh alle wegmachen, ne, langfristig. Warte mal, das Ding gibt plus 1, oder? In diesem Sektor. Das heißt, wir könnten ja eigentlich das Ding auch wegmachen. Dann hätten wir auch hier den Platz für das Gebäude. Durchschnittlicher Bestand. Ist das jetzt Minus oder Plus? Sektor macht 7,4.
Das Minus ist wahrscheinlich, dass es nicht langt in dem Sektor. Ja. Und auf der Station minus 2,2. Das heißt, wir müssen hier noch mehr bauen. Oh, Elektronikfabrik, so weit sind wir noch nicht. So, Arbeitskräfte. Ja, langt auch. Im Sektor maximal in 100. Achso, da sind 200. Achso, auf beide gezogen, ja. Die derzeitige durchschnittliche Produktion deckt 100% ab. Okay, alles klar. Wieso ist unten Minus? Achso, wahrscheinlich ist das oben, was verbraucht wird und unten das, was wir produzieren. Ich würde jetzt erstmal warten, dass sie die da drüben bauen. Das ist viel wichtiger. Auf Müll zu entsorgen, das ist überhaupt nicht gut. Warte mal, das heißt aber, ich kann das Ding doch abbauen, oder nicht? Weil wir haben ja dieses Zentrum des alternativen Lebens, dann müsste hier eigentlich dieses Ding reingehören. Oder? Nee, 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 das passt da nicht rein, also das macht keinen Sinn. Ja, müssen wir es doch wie geplant hier einbauen. Go, go, go. So, dann können wir hier schon mal die Straße entfernen. So, wie ist der Nahrungstransfer eingerichtet? Hier sollen 100 rein. Ja gut, das passt. Dann transportiert er auf jeden Fall rüber. Wir brauchen hier drüben 28, dann können wir hier auf 40 beschränken. So. Sobald wir eine Überproduktion haben, können wir das ja noch korrigieren. Prozent, sehr schön. Wo ist die Basis? So, Bevölkerung. Kurz mal abchecken. 280. Drüben sind es 438. Erkundung ist kein Problem. Das können wir machen. Und die Überreste müssen wir finden. Okay, hier kommen wir aber nicht weg, weil wir dieses... Ah, das Tieftauchzeug. Warte mal, das müsste doch jetzt funktionieren, oder? Jo. Jetzt haben wir das Tieftauchzeug. Entsende... Boah, keine Ahnung, warte mal. Ist auf Pause. Entsende Mikrosonden in die Atmosphäre. Errichte eine Wetterstation. Ich habe keinen... Das geht nicht. Aktuell habe ich keine Legierungen zur Verfügung. Nee, wir haben im Moment überhaupt keine Überproduktion an Legierungen.
Hier stecken noch 72 drin, da noch 37 und das Ding ist leer. Das heißt, wir brauchen jetzt sowieso erstmal Ressourcen. Also Eisen. Sonst ist hier ganz schnell vorbei. Ich glaube, ich muss langsam mich damit abfinden, dass ich nicht immer große Vorkommen finde. Hier können wir noch hinfliegen. Ist hier noch was in der Nähe? Ist das hier tödlich, wenn ich in diesen Strahl reinfliege? Oh, 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 warte. Da. Was passiert, wenn wir hier reinfliegen? Ist das doof? Mal gucken, ob die Sonde verglüht. Has completed its scan. 442, das ist doch nicht schlecht. Gut, wir können halt auch so ein kleines Ding mitnehmen, ne? Aber Kohlenstoff habe ich bisher nicht eingelagert. Ich glaube, hier drüben ist nichts mehr. Hier wäre noch was. Flieg mal hier hin. Ich denke mal, wo man hier die Wolke sieht, das ist richtig doof, wenn du hier reinfliegst. Man sieht es ja auch, wenn man auswählt. Da gibt es ja so eine rote Umrandung. Oh, zweimal sogar. Ja, das ist doch, dann bin ich doch zufrieden. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir die Legierung auf Tasche haben. Ist halt die Frage, ob das ein Entweder-Oder ist. Es ist halt immer so ein bisschen ein Risiko, dass man dann auswählt und sich dann denkt, hätte ich auch anders machen können. Wir forschen auch nicht. Können wir eigentlich bei der Schmelze eventuell diese Müllentsorgung irgendwie beschleunigen? Ne, nur die Energiekosten reduzieren, das hilft uns auch nicht weiter. Die wandeln nur Abfall um, ne? Das heißt, die entsorgen so oder so, das können wir nicht verhindern. Sollen wir die Zellenquartiere? Dann könnten wir das Wohnungsproblem so langsam im Griff kriegen. Ah, warte mal, wie ist es mit dem Speisesaal? Hier können wir nichts mehr erweitern, oder? Nee, geht auch nicht. Nee. Eine Pilzwand. Aus Abfall. Dann brauchen wir aber erst die Abfallentsorgung. Dann mache ich doch die Abfallentsorgung. Und danach die Pilzwand, dann können wir uns da Nahrung mit generieren. Oh, oh, auf Anschlag. Ich glaube, wir bräuchten noch mal irgendwie ein Lager. Gut, wir können hier ein temporäres Lager hinbasteln. Obwohl, im Moment geht's. Ups, es scrollt. So, Nahrung ist auf Anschlag. Wie sieht's hier aus? 47. So, gleich haben wir's.
Sehr gut. Jetzt geht, wenn wir jetzt ein Plus produzieren, geht das hier drüben in die Produktion. Wie sieht es mit der Nahrung aus? 108 immer noch. So, ganz kurz Pause. Was macht das Ding? Ach so, das kann ich steuern. Ich muss Kolonisten. Brauchen die irgendwie mehr Wohnraum, besseren Wohnraum? Kolonisten verfügbar. Ich hoffe ja, dass der die Kolonisten, also dass er die nicht arbeitende Bevölkerung umwandelt. Weil sonst wäre es echt doof. Na gut, was soll passieren? Trainiert bis zu 15 Kolonisten über 5 Zyklen mit einer CPU. Oh, wir haben nur 2 CPUs. Das heißt, wir brauchen Elektronik. CPUs. Das heißt, wir brauchen jetzt sowieso erstmal Ereignisse und so ein Kram. Jetzt müssen wir erstmal einen Plus generieren hier. Sieht das cool aus hier. Das ist ja cool. So ein kleines Trainingsgelände. Wie nice. Mit Landungskapseln und allem drum und dran. Schick, schick. So, da fehlen immer noch 5 hier drüben, ne? Niedlich. Wie, genau, wie so ein Ameisenbau. Ja. Ein bisschen hat's was davon. Gut, dann würde ich sagen, erkunden wir hier mal weiter, ne? Wenn wir schon die Zeit nutzen. Hier müssen wir noch hin. Da ist noch Eisen. Noch 23. Hier ist noch Eisen. Da ist noch Eisen. Da ist es. Fliegt das Ding da durch? Ich hoffe, der fliegt außen rum. Kann ich die steuern? Du willst jetzt nicht durchs Gewitter fliegen, oder? Na, ob das gut geht? Mal gucken, ob das Ding überlebt. Weg. Okay, die Sonne scheint das Ding nicht zu stören. Aber ich hoffe, dass die Raumschiffe da einen Bogen drum haben. Oder ich muss die manuell dahin steuern. Okay, Chewie. Alles klar, Chewie. Ja, ich. Was machen wir denn hier? Machen wir das mit den Polymeren? Sonst kommen wir überhaupt nicht hin, weil wir haben aktuell überhaupt keine Überproduktion. Ne? Na gut, hier fehlen noch 3, dann werden sie durch, dann würde es langsam in den Plus gehen. Wieso wird eigentlich unser Rumpf nicht mehr vollgeladen? Wir sind doch bei plus 20, da müsste doch langsam... Mein Strom hätten wir... Wir könnten Stahlwerke drüben aufbauen, ne? Oder warte mal, kriegen wir ein Stahlwerk da oben hin? Ja. Nee, warte mal.
Nee, langt nicht. Da kommen wir gar nicht hin. Ah, schade. Da hätte ich mich aber gefreut. Das hier wird wahrscheinlich auch zu breit sein, ne? Ja, das drüben braucht... Ah, nee, warte mal. Die Straße können wir abreißen und die Gebäude können wir abreißen. Ich muss nur das komische Zentrum da umbasteln, am besten dahin. Wenn ich das Zentrum hier hinbaue, wo die Essensfabriken sind, dann kann ich das umbauen. Dann kriege ich hier ein zweites Stahlwerk hin, weil dann habe ich auch nicht diese langen Wege. Auf der anderen Seite ist es halt... Ah, das sind fertig. Nice. So, wo sind wir jetzt? Bei 115. So, jetzt hätten wir hier Platz. Können wir das da drüber packen. Ja, die Straße kann hier weg, das Zentrum darüber. Jetzt die Frage, ob ich eins bauen sollte und dann abbauen. Oder das abbauen, da drüben aufbauen. Ah, das kannst du auch gar nicht bauen. Das heißt, ich muss es abbauen und drüben aufbauen. Okay, wie sind wir mit der Nahrung? Bei 100,3. Jetzt dürfen wir aber nicht hier weitermachen, hier mit dem Abbauen. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, wenn wir die Bevölkerung weiter aufwecken... Ja, das ist nicht schlimm. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Ja. Dann bauen wir das um. Ich meine, eigentlich habe ich die Aufgabe erledigt, ne? Die werden ja wohl nicht pissig sein, wenn ich das hier mal kurz abreiße. Weißt du, wurden ja schon gelobhudelt dafür, dass wir das Ding hier abgerissen haben. Ich baue das mal so hin, mal gucken, was hier noch kommt. Es gab gar kein Minus. Wir machen eine etwas überlänge Folge. Wenn das jetzt vom Vertrauen reicht, dann können wir A, das Stahlwerk bauen und sogar die Sonne dahin schicken. Bin ich mal gespannt. Entweder fliegt uns das jetzt hier um die Ohren. Noch sind sie glücklich. Nee, passt noch alles. Perfekt. So, Strom langt auch noch. Noch. Alle glücklich. Keine überarbeitet. Gut, jetzt müssten wir auch das mit dem Eisen in den Griff kriegen.
Ja gut, wir haben den Malus auch nicht mehr, ne? Wir haben keine 250 Kapseln, das macht natürlich auch viel aus. Ja, wir haben genügend Arbeitskräfte. Sehr gut. Na, jetzt müsste das mit der Eisenproduktion noch hindern. Also, nächste Folge werden wir das da oben lösen. Hier sieht alles gut aus. Nahrung bei 100,3%. Das heißt, es langt auf jeden Fall auch für die ganzen Leutchen. Aber die Nahrung werden wir auf jeden Fall noch optimieren, damit wir weiter Leute aufwecken können. Gucken, werden wir wahrscheinlich hier irgendwie aufbauen. Hier oben. Mal schauen, wie wir das lösen. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!